Jo, moin! Und weiter geht's. Wir haben die Postkarten geschrieben, eingeworfen, nochmal ein Abschiedsbild gemacht und jetzt sind wir unterwegs. Wir müssen es ja dringend schnell verpissen, weil die MSC Preziosa hat da unten angelegt. Da werden gleich 2.000-3.000 Leute hier hochgekarrt. Wir bleiben aber noch ein wenig auf dieser Insel, weil ich habe noch was zum Angucken rausgeguckt. Bin mir nicht sicher, ob das klappt, aber probieren tun wir es. Ein paar schöne Aufnahmen noch und dann geht's weiter. Also, bis zur Attraktion der Insel. Ihr habt es geahnt. Ihr habt es geahnt. Wanderung. Bergmann. Also wir hier schon mal den ersten Teil hoch. Und wenn ich dann noch bei Atem bin, melde ich mich nochmal. Wird aber eine schöne Aussicht werden, glaube ich. Jo. So, langsam gewinnen wir an Höhe und ein wenig außer Atem kommt man da schon. Jetzt da runter guckt, seht ihr den Willi stehen und rechts vor Willi steht die Conny. Ein paar Höhenmeter haben wir noch. Aber guckt euch das an, ist das nicht schön? So nah am Nordkap, keine Bustouristen von der MSC. So, hier sind wir mal oben auf dem Kamm. Und dann ist das so. Bei Touristenattraktionen wie dem Nordkap, da fahren sie alle hin. Und solche Kleinode, die werden dann gerne mal links liegen gelassen. Aber wir sind jetzt oben. Wir müssen wieder runter. Haben ihr Ziel erreicht. Ja, traumhafte Gegend hier. Echt ein Träumchen. Und ich zeige euch jetzt, wo das Ziel ist. Da. Kirchenpforten nennt sich das, also Kirchenpforte. Ja, ein Loch. Ja, ein Stürmchen. Kaum Leute hier, so zwei, drei laufen schon hier rum. Aber durch solch eine raue Natur sind wir auch noch nicht gewandert. Starker Beitrag, würde ich sagen. Ja. Jetzt müssen wir nur wieder zurückjapsen. Ja, wir müssen wieder bergauf.
war für uns eine schöne, kurze Wanderung, für euch auch. Ein paar schöne Bilder konnten wir liefern. Wir konnten uns ein bisschen für unsere Verhältnisse ausbauen. Waren ja knapp 200 Höhenmeter zu machen. Das ist gut. Reger Busverkehr hier, weil da ja die MSC Preziosa immer noch im Hafen liegt und ihre Fracht ausspuckt und wieder einsammelt. Viele fahren nach Nordkap, ein oder andere da zu diesem Königskrabbenessen. Kostet um die 100 Euro immer so ein Essen. Ha, ha, na, lassen wir mal bleiben. Gut, wir fahren jetzt wieder runter hier von der Insel, auch durch den Nordkap-Tunnel. Ein paar Aufnahmen mache ich davon noch. Und dann geht es ganz runter auf die E6 Richtung Hammerfest. Und vor Hammerfest habe ich Blitzchen ausgesucht. Ob es was taugt, weiß der Geier. Es sind noch 164 Kilometer. Bei den Verhältnissen schätze ich 3 Stunden. Und dann sind wir dort. Conny hat Hunger, die braucht noch eine Stulle. Und dann schauen wir weiter. Okay, wenn unterwegs was ist, schalte ich euch zu. Ansonsten haben wir jetzt Strecke. So, da haben wir das Touristenschiffchen. Ich guck mal, da habe ich irgendwelche Aufnahmen noch von Südamerika. Da haben wir die, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, und weiter geht die rasende Fahrt. Und kommen Sie mal da, fängt es an zu schiffen, also so leicht. Wo wir sind, hänge ich hinten dran, dass wir da sind. Eisbärbier, Zielbier, ja, whatever. Nordkap liegt 60, 70 Kilometer Luftlinie hinter uns. Und da oben war herrliches Wetter. Und hier, aber wir haben Blick aufs Wasser, es strömt auch ein bisschen vor uns, gerade die Flut rein. Und der ein oder andere, der schon mal hier war, weiß, wo die Flut reinströmt unter einer Brücke. Nicht an den Salztraum, nein, andere Brücke. Kommt aber dann noch, wenn es aufklart. Also, zum Wohl. Prost. Bim, bom. Ja, da läuft jetzt die Flut rein. Und es sind schon schöne Verwirbelungen hier auch zu sehen, wo das hier sich drillert. Nicht wie beim Salztraum, nein, 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 nein. Aber immerhin, wie bei der Brücke von Hammerfest. Oh, ich gehe wieder rein, Shift.